Hallihallo, liebe Freunde, willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online Morrowind. Wie in der letzten Folge ich mich verabschiedet habe, sind wir jetzt in Vivec. Und wir werden jetzt mal gucken, was wir so alles eingesammelt haben. Beziehungsweise ich habe gerade noch von Vilandra eine Bergblume gekriegt, damit wir die Alchemie-Quest endlich mal abschließen können. Dazu sollten wir ja Akelei, die Bergblume und jetzt muss ich gucken, Stufe 10 und einmal herstellen. Ich hoffe, jetzt sagt er abgeschlossen, steht ein Schlückchen des Lebens her. Jawohl, das haben wir getan. Ich gucke mal, ob wir hier noch irgendwelchen lebenswiederherstellende Sachen haben. Probieren wir das nochmal mit dem aus. Jetzt müssen wir so ein bisschen rumexperimentieren. Ah, kritischer Magietreffer. Okay. Dann gucken wir einfach nochmal die beiden. Ob sich da noch irgendwas draus ergibt. Nein. Die haben wir verwirkt. Mit so einem Gift der Stufe 10. Kann man das vielleicht... Nehmen wir Öl statt Wasser. Hm? Kommt hier irgendwas Brauchbares bei raus? Nein, auch nicht. Okay. Dann wollen wir mal schnell zum Alchemisten zurückgehen und auch diese Quest abschließen. Vermengt die Reinheit des Lösungsmittels mit den Eigenschaften der Reagenzien. Kehrt zu mir zurück, sobald ihr einen Trank gebraut habt. Hier ist er. Euer Trank zeigt ein leichtes Sprudeln. Doch euer Geschick in Sachen Beimischungen steht außer Frage. Wesentlich besser als mein ehemaliger Lehrling. Ihr seid jetzt autorisiert, Alchemieschriebe anzunehmen und zu erfüllen. Mögen eure Elixiere immer Wirkung zeigen und eure Reagenzien immer frisch sein. Sehr schön. Es ist mir Lohn genug, drei Handwerke gemeistert zu haben. Ja, dann sagen wir wohl. Das bringt mich dann auch auf Level 11. Sehr schön. So, aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was hat man denn über die ganzen Quests eingesammelt. Da haben wir Arbeitsschuhe des Kriegswappenträgers. Die gewähren 239 zum maximalen Leben und reduziert die Kosten beim Blocken. Die sind nicht schlecht, die werde ich auf jeden Fall anlegen. Granathalskette. Mein jetziger. Achso, die erhöht nur den Verkaufspreis. Okay, der Gegenstand erzielt bei Händlern ein. Heißt das jetzt eigentlich, wenn ich die Kette anhabe, dass ich meine Sachen teurer verkaufen kann? Oder dass diese Kette einfach nur teurer verkauft werden kann? Das muss ich mal ausprobieren. So, verringert die Ausdauerkosten? Nö, das interessiert mich jetzt nicht. Jetzt haben wir hier unten noch eine. Die Siegel von Laren. Schildschläge, nee, das ist auch uninteressant. Okay, was haben wir hier? Die Jute-Schärpe. Ja, das ist eine einfache. Haben wir sonst noch der Rohlederriemen? Nee, dann nehme ich lieber das mit dem Erfahrungszuwachs. Kettenbruchhänze. Gewehr 273 zum maximalen Leben. Die anderen nur 190 zur Ausdauer. Und die Rüstung reduziert die Kosten vom Sprinten um 2%. Okay, das ist nicht schlecht. Da ist nichts Besonderes bei. Da sind die anderen auch stärker. Dann würde ich doch sagen, rüste ich die aus. Die Rohlederschoner. Ja, da haben wir auch nichts gewonnen. Haben wir noch irgendwas Interessantes an Waffen? Die Eisenkeule eigentlich nicht. Die werde ich irgendwann nicht wegpacken. Wir sehen, ich muss mein Zweihänderschwert mal wieder regenerieren. Reparieren. Und den Bogen, die werde ich auch mal irgendwann ausprobieren. Weil ab Level 15 kann man ja eine zweite Waffe nehmen.
das würde ich schon ganz gerne machen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal eins verwerten. Mal ein paar Eisenbarren herstellen. Nee, das wollte ich nicht. Aber hier haben wir die. Dann müssen wir nochmal zum Schneidertisch. Da haben wir ein paar Rohlederfetzen. Ja, und da können wir eigentlich alles. Beziehungsweise wir können noch etwas analysieren lassen, genau. Damit ich diese Sachen erlerne. Beziehungsweise dann in andere. Neu. Entwickelte Rüstung einfließen lassen kann. Ja. Das dauert jetzt mal eben 6 Stunden. Verwerten. Und das verwerten wir einfach. Damit wir nämlich auch mal beim Schneidern ein wenig hochleveln. Gut, so. Das heißt, ich müsste jetzt wieder ein bisschen mehr Platz haben. Ja. Jetzt würde ich gerne noch. Bist du ein Händler? Nein, das sieht nicht so aus. Einen Händler aufsuchen. Wann kann ich auch nicht handeln? Aber ich weiß, dass hier. Beste Waren zu fairen Preisen. Du bist bestimmt eine Händlerin. Ihr würdet nicht fassen, wie dicht dieser Stand davor war, in die Luft zu fliegen. Vielleicht lassen sich Narren leichter von ihrem Gold trennen, aber mir wäre es lieber, wenn sie gar nicht erst in meinen Laden kämen. Womit kann ich euch heute behilflich sein? Was habt ihr anzubieten, Alchemistin? Ich hoffe, einen prall gefüllten Goldsack. Das ist sehr schön. Ah ja, okay. Verkauf. Okay, das brauchen wir alles. Saum, das können wir vielleicht bei der Bank einlagern. Rohleder. Haben wir noch irgendwelchen Trödel oder irgendwas? Das wird zur Herstellung von Speisen benötigt. Ah ja, genau. Genau, ich wollte ja mal gucken, wenn ich die Kette anlege, das gibt mir 72, 151 und 20. Ich werde jetzt einfach mal dieses komische Schmuckstück anlegen. Das Studium. Ja, was habt ihr anzubieten? Okay. Die verkaufen wir. Und die verkaufen wir. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Und auch wieder ein bisschen Platz. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch was bei der Bank lassen kann. Was bedeutet für euch sich? Ja, ich will nur auf meine Truhe zugreifen und hier nicht großartig rumpalabern. So. Es ist schade, dass man das nicht direkt so über eine Taste machen kann. Dass er einfach sagt, okay, alles was ich in meinem Lager gleich dem Inhalt meiner Tasche, dass das automatisch rübergibt. Ich weiß, bei Elder Scrolls Online gab es mal eine Mod, die das gemacht hat, aber die wurde leider nicht weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob es die inzwischen wieder gibt. Würde mir auf jeden Fall viel Arbeit ersparen. Okay. 54 Plätze frei. Damit können wir doch mal wieder ein bisschen was bewegen. Alle Gegenstände stapeln, bringt das noch irgendwas? Nein.
Vermögen einlagern haben wir auch nichts. Was haben wir jetzt dahin? Für den Ruhm. Gucken hier. Ah, sagt mir so. Gerade überhaupt nichts. Aber können die gute Dame ja mal fragen, was sie denn hat. Hermine, es ist unfassbar, dass der Tempel mich warten lässt. Erkennen Sie denn nicht, dass ich nur aus reiner Höflichkeit hier bin? Seid ihr jemand von Bedeutung? Mein Zwilling und ich sind Lehrlinge des Großen, die weit für. Ich bin in seinem Auftrag hier, um den Priestern von dem Zwischenfall zu berichten, der sich während der Wachstumsphase seines neuen Turms Telfür ereignet hat. Was ist Telfür geschehen? Ein Riss tat sich auf, als wir gerade die Werkstatt unter dem Turm formten. Meister Für glaubt, dass da eine Verbindung zu den lebenden Göttern besteht. Er wird ganz sicher diesen Riss erkunden, sobald seine Expedition steht. Meine Schwester könnte euch mehr darüber erzählen, falls ihr Interesse habt. Das trifft zu. Ihr könnt dieses Boot nach Telfür nehmen. Dainea geht dort unserem Meister zur Hand. Sie war immer schon ein Glückspilz. Ich muss hier bleiben und auf meine Audienz bei den Priestern warten. Könnt ihr nur mir noch mehr über den Spalt erzählen? Ich habe selbst nicht viel gesehen. Ich wurde evakuiert, lange bevor die Bedrohung mich erreichen konnte. Viele andere hatten nicht dieses Glück. Ich werde mit großem Bedauern vermelden müssen, dass die meisten Telvanni, die an dem Turm arbeiteten, gestorben sind. Was hat Telvanni getötet? An diesem Punkt gab es etwas Verwirrung. Die Dinger, die aus dem Riss kamen, sahen wie Konstrukte aus, aber sie sahen keinen ähnlich, die ich kannte. Meister Für hatte die Theorie, dass der Riss mit der Stadt der Uhrwerke zusammenfällt. Und er hat sicher recht. Das klingt nicht vielversprechend für eine Expedition. Meister Für meinte, man bräuchte wohl ungefähr ein Dutzend erfahrene Abenteurer. Vielleicht weniger, wenn sie ausgiebige Erfahrungen mit Planarreisen haben. Doch das hält er nicht für wahrscheinlich. Macht ihr euch keine Sorgen um eure Schwester? Nicht solange sie bei Meister Für ist. Er würde niemals zulassen, dass ihr etwas zustößt. Er legt großen Wert auf unseren Schutz. Ich kann nicht für den Rest von euch sprechen. Okay, lebt wohl. So, da und hier war doch auch noch irgendwas. Die Quest nehmen wir auch noch an. Oder? Ach nee, das ist keine Quest, das ist für den Ruhm. Ah, geh da mal weg. Dies richtet sich an alle Abenteurer. Soldaten. Söldklingen und Zauberwerfer, Helden und Nichtsnutze. Verlangt es euch nach größeren Herausforderungen, dann probiert die Schlacht. Ah, das ist Cyrodiil. Ja. Nee, da will ich nicht hin. Was haben wir denn hier noch? Kampfmeister Rivin. Willkommen! Ihr steht im Kreis der Champions, einer Gilde, die gegründet wurde, um das Können der größten Krieger überall im Reich in Wettkämpfen auf die Probe zu stellen. Habt ihr das Zeug dazu? Erzählt mir von den Wettkämpfen und auf dem Schlachtfeld. Natürlich. Nun, bei uns kann man an vielen Wettkämpfen teilnehmen. Über welche Herausforderung wollt ihr etwas erfahren? Erzählt mir von der Vorherrschaft. Jeder kann einen Eroberungspunkt einnehmen. Aber Vorherrschaft ist eine echte Prüfung eures Könnens. Verteidigt so viele Eroberungspunkte, wie ihr nur könnt. Der Trupp, der am Ende das größte Territorium hat, gewinnt. In diesem Wettkampf muss man seine Rivalen dominieren, wenn man nicht von ihnen dominiert werden will. Okay, das betrifft auch den Bereich Cyrodiil. Den lassen wir vorerst erstmal aus. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber wir wollen jetzt nicht reden. Können wir hier auch irgendwo kochen? Das würde ich nämlich noch gerne tun, ob ich dafür noch ein paar Vorräte wegkriege. Auch die Quest werden wir später in Angriff nehmen.
der Folge wollte ich eigentlich erstmal wieder ein bisschen Inventar leeren. Hier war die Feuerstelle. Ein Jasmin-Tee können wir machen, okay. Das bringt mich jetzt auch nicht sehr weit. Okay, schauen wir doch mal. Wo geht's weiter? Tool. Was haben wir hier? Spricht ein Bulag Inois. Ah, da wollen wir halt die Sachen sammeln. Ja, dann würde ich sagen, reisen wir einfach hier hoch, sage ich jetzt mal, und dann erkunden wir Richtung Norden, was uns hier noch so alles erwartet. Das wäre so die, ja, die westliche Seite von Badenfell. Also abgeschritten haben. Da wird wahrscheinlich noch einiges kommen. So. Beziehungsweise wir könnten natürlich auch mal bei Mora noch weitermachen. Da sollen wir noch mit Ashur reden. Aber wir schauen uns erstmal die Gegend ein wenig weiter an. So, da haben wir noch eine Grotte. Gucken wir uns erstmal hin, erkunden die, dass wir den auch auf der Karte haben. Das Randers Ahnengrab. Ein Trinkschlauch. Dann nehmen wir den doch. Ey, da bin ich sehr schön. Kelp. Hier, was wollt ihr da rein raus? Oh, was ist das denn da? Das sieht ja auch interessant aus. Hallo? Das guckt mich hier an. Ah! Was hast du davon, Plünderin? Mir hier aufzulauern. Ah. Noch Magierin. So. Da scheint noch mehr zu sein. Vielleicht noch ein bisschen was töten. Ja, ich denke mal, hier wird es noch mal eine Quest zu geben, wo wir hin müssen. Ah, hier sehe ich eine Rune. Aha. So ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht gleich in diesen Bossgegner reinläuft. Alleine sollte ich das definitiv nicht machen.
den Rat von Sol'Turan entdeckt. Ich denke mal, das wird... Was hast du für eine? Ein Gespenst. Da unten schon zur Sache, oder? Okay. Ich weiß noch nicht, ob man das tatsächlich zu zweit hier machen sollte. Okay. Ach komm, nur wir sind noch dran. Wir wurden verraten! Sie fallen über uns her! Das ist nicht gut. Ja, nee, das ist doch noch ein wenig zu heftig. Okay, also zurück auf Null, zurück auf Anfang. Was haben wir hier eigentlich noch? Dann gucken wir uns das einfach mal an. Alit? Wo ist der Alit? Da ist der Alit. So. Was haben wir hier? Ja, das sieht auch mal ganz cool aus. Rat. Willkommen! Ihr steht im Kreis der Champions, einer Gilde, die gegründet wurde, um das Können der größten Krieger überall im Reich in Wettkämpfen auf die Probe zu stellen. Habt ihr das Zeug dazu? Ja, ich bin interessiert. Wohlan! Dann wollen wir mal sehen, woraus ihr gemacht seid. Ja, das Nehmt an einem unserer Wettkämpfe auf einem unserer Schlachtfelder teil. Ob ihr gewinnt oder verliert, spielt keine Rolle. Macht euch einfach nur mit allem vertraut. Ich kann euch größere Herausforderungen bieten, sobald ihr die Grundlagen kennt. Okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Und jetzt, was muss ich machen? Bin ich hier rein? Nee. Nun gut. War halt eine blöde Idee. Also würde ich sagen. Lassen wir das links liegen und schauen uns die Gegend drumherum noch ein bisschen an. Ah, hier ist ja auch noch irgendwas. Das Velodan-Grab. Könnte man ja vielleicht auch noch mal reingehen. Jetzt gehen wir hier einfach mal rein und lassen uns verhauen. So.
wir irgendwas machen können. Okay. Hier noch irgendwas? Was bist du denn? Ja, ein paar Krabbler mit. Irgendwas hatte ich doch hier eben. Ein Aas oder so. War ich hier vielleicht schon mal drin? Das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Falls ja, habe ich hier wieder die Lache auf meiner Seite. Irgendwie kommt mir das nämlich bekannt vor, als wenn wir hier vor kurzem drin waren. Wie geht's da drüben hin? Wenn wir hier reinkommen. Hier kommen wir noch nicht rein. Ich habe das Gefühl, entweder waren wir hier schon drin oder. Wir müssen hier später mal rein. Ach, guten Hunger, Kollege. In der Gegend schon mal. Turm, wo es da hingeht. Vielleicht betrete ich gleich wieder einen Bereich, den ich nicht betreten darf. Falle in Ungnade. Okay, eine Nitschkuh. Da kommen wir nicht rein. Hier liegt noch ein Buch. Was ist das hier für ein Buch? Svardag. Experiment. Okay. Ah, da ist noch ein Wegschrein. Den holen wir uns doch mal. Ja, was haben wir hier für ein Blümchen? Wolfsauge. Nehmen wir mal mit. Jude, komm ich mal. Ein Wegschrein. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier wieder ein neues Städtchen entdecken. Genieße es. Da steht auch einer, der was von uns will. Zum 80. Mal. Hilfe ist unterwegs. Ich habe Zusicherungen des Hauses Redoran. Es kümmert sich um diesen Ärger in der Mine. Ihr müsst nur Geduld haben. Geduld? Eben wurde noch ein Eierträger aus der Mine geschleppt. Tim ging's noch schlechter als den anderen. Es geht auf eure Kappe, Mobana. Ich vermute, ihr seid auf der Suche nach Arbeit hergekommen. Ich fürchte, die Mine wird noch etwas länger geschlossen sein. Natürlich nicht zu lange. Auf jeden Fall könnt ihr gerne so lange bleiben, wie es eure Geldbörse erlaubt. Unser Gastwirt weiß das Geschäft sicher zu schätzen. Was geht in der Mine vor sich? Einige der Eierträger sind krank geworden. Wir haben uns entschieden, sie in der Mine zu behalten, bis wir die Quelle der Erkrankung gefunden haben. Nur als Vorsichtsmaßnahme natürlich.
Inspektoren des Hauses Redoran sollten jeden Moment eintreffen, um... Ihr wisst schon, alles zu inspizieren. Ihr habt die kranken Eierträger also einfach in der Mine eingeschlossen? Eingeschlossen? Nein! Werde doch nicht absurd. Es ist ja nur nicht so, als ob sie dringend raus wollten. Hört zu, das Haus Redoran wird das schon klären. Sprecht mit Vorarbeiter Ladar, falls ihr noch Fragen habt. Er ist gleich da drüben, beim Eingang der Mine. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Ich werde mit dem Vorarbeiter reden. Vor den wirtschaftlichen Ruinen bewahren. Jetzt wollte ich mal gucken, was das für ein Ross ist. Ich kann noch andere Lieder singen. Denkt an die Minenarbeiter. Cool. Verdammte Fanatiker. Keine Achtung vor der Kunst. Ein Bade. Sprechbutt. Ach, dann müssen wir hier mal kurz reingehen. Der Tempel von Genesis. Okay, was haben wir da? Ein paar. Das Lied von Pelinae, Band 4. Feuer und Dunkelheit, die Bruderschaft des Todes, Teil 1. Ich hoffe ja immer mal hier wieder aus den Büchern was zu lernen. Das Klagelied. Wie der Yukanda die Steine verfolgt. Okay. Lektion 2, die 36 Lehren. Gehörte Geheimnisse. Also viele Geheimnisse. Ordinatoren ein unfassbarer Leitfaden. Umfassender Leitfaden, ja. Schön. Gebet der Entschlossenen. Das Buch der Krise. Ja, aber ansonsten bringt jetzt das hier auch gerade alles nicht weiter. Da ist noch ein anderes Buch. Die Wahrheit der Reihe nach, Band 5. Das wäre stehen, das brauchen wir nicht. Ein cooles Gemälde. So, das hatten wir eben schon. Sieht aus wie ein Schrein. Okay, da geht's nicht weiter. Oder machen wir auch nichts. Okay, dann gehen wir wieder raus. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal Schluss. Und in der nächsten Folge schauen wir uns hier einfach ein bisschen in Genesis um. Machen die Quest mit dem Termine. Das klingt schon mal ganz interessant. Auch mal so ein bisschen aufpassen, dass es mein Level nicht übersteigt. Das werden wir Anfang der nächsten Folge auch mal gucken, wie wir das... Hört ihr es denn nicht, das Lied? Es ist alles falsch. Wir müssen es richten. Genau. Ach, frische Luft allein wird da nicht reichen, Chef. Was immer dort unten ist, hat ihn nach wie vor im Griff. Und genau dort werden wir in der nächsten Folge wieder einschauen. Ich sage Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal hier in der Mine.